Ja, die kleine Nusa ist jetzt seit über einer Woche mittlerweile bei uns und unser Leben hat sich seitdem schon ganz schön verändert. Also wir schlafen ziemlich wenig, bringen sie nachts bis zu dreimal raus zum Pinkeln, alle 2 Stunden ungefähr. Und ja, morgens, sobald es ein bisschen hell wird, so gegen 6, 6:30, ist sie wach ohne Ende, leckt uns übers Gesicht und ja, will mit uns spielen. Was sehr, sehr schön ist. Wir standen die letzten Tage doch länger an dem einen Stellplatz, an dem wir sie auch adoptiert haben. Und haben den dann heute auch verlassen. Irgendwann wird sie auch mal Zeit weiterzuziehen. Ja, sie hat sich da auf jeden Fall total wohl gefühlt an dem Platz. Und ja, wir haben sie auch überwiegend ohne Leine laufen lassen. Und jedes Mal, wenn wir gerufen haben, kam sie auch zurück. Und ist total auf uns und auf den Van fixiert. Wir hatten jetzt auch schon ein paar kleinere Fahrten mit ihr, genau genommen 2, zum Tierarzt bzw. ja, in den Supermarkt, um Essen einzukaufen oder Wasser auffüllen. Das waren jetzt aber alles ganz kleine Fahrten. Und heute haben wir die erste größere Fahrt gemacht von 30 Kilometern. Ja, und das hat sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Die ersten beiden Fahrten hat sie nämlich noch ein- oder zweimal sich übergeben müssen. Und dieses Mal hat sie es geschafft, ohne sich zu übergeben. Wir sind natürlich auch ganz langsam gefahren und haben für die 30 Kilometer 1,5 Stunden gebraucht ungefähr. Ja, und sind dann auch öfter mal rechts rangehalten und dachten, sie muss vielleicht pinkeln. Ja, aber musste sie nicht. Erst hier hat sie jetzt gepinkelt. Melli hat ihr auch gerade was Schönes zu essen gemacht. Wir haben ihr selbst was gekocht. Mit ein bisschen Hühnchen drin. Das ist für uns auch ganz ungewohnt, weil eigentlich haben wir gar kein Fleisch im Auto. Ja, und jetzt steht in der Woche einiges an. Wir holen ihren Pass ab von den Behörden und bauen ihr auch eine kleine eigene Höhle. Aktuell schläft sie noch im Bett, beziehungsweise ja, erst so, wir holen sie nachts dann ins Bett rein, nachdem sie das erste Mal pinkeln war, und vorher hat sie dann ihre eigene Höhle unterm Bett. Ja, und sonst geht's ja jetzt aber auch erstmal auf die Wanderung. So, die Kleine ruht sich jetzt noch eine Stunde aus nach dem Essen und dann, ja, eine Wanderung wird's nicht wirklich werden. Also zumindest nicht für sie, weil wir werden sie überwiegend tragen und wir gehen halt einfach ein bisschen spazieren hier in einem der schönsten und größten Canyons Europas. Also ich merke schon, es geht ganz schön berghoch. Die Dusche heute Abend haben wir uns verdient. Wir stehen hinten nämlich auf so einem bezahlten Campingplatz. Oder so einen Stellplatz, für den man bezahlen muss. Aber dafür können wir auch Wasser ablassen und auffüllen. Und hier kann man auch endlich wieder Müll getrennt entsorgen. So, ich wollte euch mal... Und heiß duschen. Ich wollte euch aber mal jemanden vorstellen. Wir sind nämlich nicht ganz alleine. So, zwar ist das Adrian und Valeska. Hallo. Und ja, bei Valeska solltet ihr mal unbedingt im Shop vorbeischauen. Shirts. Wenn ihr Bock habt auf handbedruckte Shirts made in Berlin, richtig nice. Bremen. Bremen. Aber Berlin. Lebt hier in Berlin. Lebt nicht in Bremen. Hört sich ja fast so ähnlich an. Ups. Ja, dann schaut unbedingt mal vorbei. Den Link tue ich euch in die Videobeschreibung. Voll gerne, richtige... Ich würde mich freuen. Ja, wir freuen uns auch. Ich will nämlich auch so ein T-Shirt und ein Pullover. Und es gibt einen richtig schönen Jutebeutel. Oder ist auch Jute, ne? Also ja. Mit richtig geilen Motiven drauf. Müsst ihr mal drauf gucken. So, und wir gehen jetzt mal eine kleine Runde spazieren. Schüssel für unterwegs. Aber sie mag das. Geht auch schon aus vom Wasser an, hat sie auch schon getrunken. War's das? Nusa? Okay. Nusa, hier. Noch einmal. Ein letzter Schluck. Ja, du lässt nichts verkommen, ne?
anderen zwei, die sind jetzt schon mal weitergelaufen. Und ja, Melli und ich laufen jetzt wieder zurück. Ja, zum einen hat Melli heute ein bisschen Bauchschmerzen, aber zum anderen ist auch nicht so gut, mit den Welpen so viel zu laufen. Aber sie hat ein bisschen was gesehen, hat am Anfang Angst vor den Kühen. Und jetzt sind wir ein Stückchen mit ihr gelaufen, vielleicht so 20 Minuten, und haben sie dann aber auch ja, bestimmt noch mal so 10, 15 Minuten getragen. Und jetzt geht das wieder zurück. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir haben jetzt nicht so viel vom Canyon gesehen, aber das hat jetzt auch gereicht für die kleine Maus. Aber morgen früh geht einer von uns dann nochmal und guckt sich das mal genauer an. Ich glaube, wir zwei machen uns vielleicht noch einen schönen Kaffee, oder? Boah, ja, ich bin so müde heute. Ja, Melli geht es ja auch nicht gut im Bauch, und ja, deswegen trinken wir mal einen schönen Kaffee, der macht er vielleicht auch ein bisschen fit, und dann genießen wir den Abend. Die anderen kommen auch gleich wieder zurück, wenn sie fertig mit ihrer Wanderung sind, und mit denen werden wir dann zusammen zu Abend essen. Danke! Gute Besserung! Ja, die Mädels, die machen jetzt hier einen entspannten Nachmittag im Bett, und ich werde ein bisschen Hausarbeit erledigen. Bis gleich, ihr zwei. Bis gleich. So, alles wieder sauber. Also das war jetzt der Abwasserkanister, und den machen wir immer alle 2 Monate sauber. Und das Gute ist, hier auf dem Campingplatz gibt es auch eine heiße Dusche. Und die hole ich mir jetzt mal ab. Reicht das? Nein! Ja. Ja, sie hat auf die Decke hier gepinkelt. Ja, seit wir Nuse haben, verpassen wir auf jeden Fall keinen Sonnenaufgang mehr. Wir werden immer pünktlich wach, sobald es draußen hell wird. Sie schläft dann so ihre 10, 12 Stunden durch. Heute Nacht war ich 2-mal mit ihr draußen, und dann hat sie auch 2-mal gepullert. Und sobald wir dann wach sind, schauen wir uns den Sonnenaufgang an. Das hat heute ganz gut geklappt, weil sie nicht so zahnt und nicht so Schmerzen hat. Und dann gehe ich meistens mit ihr direkt eine kleine Runde Gassi. Und Melli bereitet in der Zeit für uns Kaffee und für Nusa dann was zu essen vor. Ja, und jetzt sind da hinten noch so Kühe, die haben wir gestern auch schon entdeckt. Das findet sie ganz spannend, wobei sie da schon mit ein bisschen Respekt, ja, gar nicht weiß, was sie damit so wirklich anfangen soll. Aber sie will, kommt immer näher ran. Und jetzt schauen wir mal, wie sie heute reagiert. Ja, ja, fein, fein. So einen zweiten. Oh, fein. Ja, das ist eine Leckerli-Box, ne? Wir sind alle total überrascht, wie stark sie schon auf uns fixiert ist nach gerade mal 10 Tagen. Sie hört auf ihren Namen, sie hört aufs Pfeifen, sie hört auf das Rascheln ihrer Leckerlis, wenn ich damit wackle. Auf die Kombination von allen dreien hat sie bis jetzt immer gehört, außer einmal, da lag sie mit einem riesen Knochen, den sie irgendwo gefunden hat, unterm Auto. Da kommt halt nichts dagegen an. Aber ansonsten funktioniert das sehr gut, muss ich sagen. Morgens kann man gerade sehr gut mit ihr trainieren. Wow, sie bellt!
Ja, da kommen jetzt nämlich ein paar mehr Kühe. Morgens kann man sehr gut mit ihr trainieren, weil da ist sie noch ausgeschlafen und hungrig. Und sobald so gegen Nachmittag sie nicht mehr so hungrig ist und auch ein bisschen müde, dann ist sie dann auch nicht mehr so motiviert. Deswegen versuche ich mit ihr früh am Morgen ein bisschen schon zu trainieren. Lusa, happy, happy! Oh, die freut sich so. Da gibt es ein bisschen Reis mit Joghurt zum Frühstück erstmal. Oh, das hat die sich so verdient, die war so brav. Hm. Wann hast du uns Kaffee fertig gemacht? Ja. Boah, perfekt. Alles springen. Musa, hör auf. Nimm sie mal am besten. Du siehst schon, dass es hier runtergeht, ne? Ich weiß nicht, wie bringt man das einem Hund bei? Du weißt schon, dass es hier runtergeht? So, Freunde, es gibt Cappuccino, es gibt Bananenshake, es gibt Orangensaft. Frühstück ist angerichtet im Hause Nusa. Alles klar, war richtig schön. Ja. Ich hoffe, ihr bereut es nicht, euch für Sardinien entschieden zu haben. Nein, auf gar keinen Fall, war die beste Entscheidung. Hast du der Valeska auch Tschüss gesagt? Sehr cool. Tschüss, Valeska, war richtig schön mit dir. Ja, eigentlich wollten wir heute Morgen ja wandern gehen, aber wir haben uns dann gestern dazu entschieden, das nicht zu machen. Es gibt hier wohl nur Wanderungen, die mittelschwer bis schwer sind und wir sind natürlich mit Welpe absolut nicht drauf vorbereitet. Also müssen wir unsere Reise ja sowieso ein bisschen nach ihr richten. Und haben jetzt die Wanderung nicht gemacht, dafür haben wir schön gemütlich mit Valeska und Adrian gefrühstückt. Hallo. Und Melli macht jetzt gerade den Van-Start klar. Ich habe alles außen eingeräumt. Ja, und unser kleiner Wirbelwind, der klaut hier alle Schuhe vom ganzen Campingplatz und ich musste die alle dann wieder zurückbringen. Ansonsten, glaube ich, ist sie jetzt gut vorbereitet für die Fahrt nach Nuoro. Da holen wir nämlich unseren Pass ab, also beziehungsweise ihren Pass. Und zwar haben wir sie letzte Woche chippen lassen, nachdem wir festgestellt haben von zwei Tierärzten, dass sie nicht gechippt ist. Und das hat so funktioniert, dass uns jemand hier über Instagram, der das Ganze mitgekriegt hat, seine Adresse gegeben hat, weil man muss hier Resident sein. Also auf Sardinien bzw. in Italien gemeldet sein, um den Hund hier chippen lassen zu können. So, jetzt ist der Hund 3 Tage auf, ja, das, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich habe den Namen gerade vergessen, die Frau in Italien zugelassen gewesen und jetzt holen wir den Pass ab und damit wird sie quasi auf uns zugelassen. Hört sich komisch an. Danach fahren wir nochmal einkaufen. Wir fahren hier in so einen großen Hundebedarfsladen und holen ihr einfach was zum Kauen, weil sie zahnt ganz schön und hat jetzt schon Mellys Schuhe so ein bisschen auseinandergenommen und ja, meine auch. Einmal 5 Minuten nicht aufgepasst und das Ganze war geschehen. Und ich hoffe, sie wird die Fahrt dahin jetzt genauso gut überstehen wie gestern, nämlich ohne zu kotzen. Und deswegen versuchen wir das gleich mal. Das letzte Futter ist 2 Stunden her, vielleicht sogar schon 2,5 Stunden. Und ich bin zuversichtlich, die Straße ist gar nicht so schlecht, dass wir das alles schaffen. Wir haben es jetzt geschafft. Hier ist gleich das Rathaus. Wir haben jetzt hier in zweiter Reihe gepackt. Hier ist richtig viel los, richtig anstrengend. Aber David gibt jetzt der kleinen Nusa was zu essen und ich hole den Pass. Ja. Ich glaube, das ist nicht zu lange. Sie hat das auch echt gut gemacht, ne? Sie hat jetzt eine Stunde sind wir gefahren und sie hat eine Dreiviertelstunde geschlafen. Ja, das war richtig gut. Und sie wird immer besser. Signalisiert, wann sie pinkeln musste, ne? Ja, genau. Also wenn wir noch einmal einen Pipi-Stopp gemacht hat, hat sie auch gleich Pipi gemacht.
Okay, dann kommst du hoffentlich gleich im Pass wieder. Ja, hoffentlich dauert das nicht so lange. Wir haben hier einen Pass, das ging super schnell. Die haben schon auf mich gewartet, richtig krass. Und ja, ich war eine Sekunde drin, war schon alles fertig. Und wir haben jetzt ein Geburtsdatum für sie ausgesucht, und zwar den 21.06. Weil wir ja nicht genau wissen, wann sie geboren ist, haben wir das jetzt entschieden, weil das ist nämlich Sommersonnenwende. Korrekt, der längste Tag des Jahres. Genau, den haben wir gewählt, weil sie ungefähr 3 bis 4 Monate alt ist. Und jetzt gehen wir mal zu so einem Pet Store und kaufen mal noch ein paar Kleinigkeiten für unsere Maus. Ja, jetzt warten wir noch mal, bis Melly zurückkommt vom Einkaufen. Dann haben wir auch was zu essen und dann suchen wir uns hier einen schönen Stellplatz. In der Zeit mache ich es mir hier mit Nusa gemütlich im Auto. Oh ja, du hast Fliegen. Ich mag diese Viecher auch nicht. Ja, und da hinten in der Ecke, da möchte ich dann morgen anfangen, eine Höhle hinein in den Keller zu bauen. Dann kann sie da rein und dann möchte ich das auch so ein bisschen nach links bauen. Ja, mal schauen, wie das wird, gell? Ich habe rote Beete-Chips gekauft. Wow, lecker. Ich dachte, die kann vielleicht so eine Burger heute Abend. Wow, Burger gibt's heute Abend? Geil. Oh, und dann kuscheln wir jetzt heute früh ins Bett. Ja. Mit 3. Mhm. Oh, ja. Freue ich mich richtig drauf. Okay. Paprika. Rucola. Und wir haben... Du bleibst hier drin, gell? Aber du willst auch wissen, was... Lucy. Chocolate. Wir haben hier einen richtig schönen Stellplatz gefunden im Wald und hatten zwischendurch schon echt Angst, dass der vielleicht nicht so schön ist, weil unterwegs lag so viel Müll und Container und einfach Dreck rum. Aber der Platz hier, der auch bei Park von Hand eingezeichnet ist, ist Gott sei Dank sehr, sehr sauber. Ich kann diese Decke gar nicht rausholen, die ist ja voller Leckerli. Ja, die Decke ist voller Leckerli. Und Nusa hat das auch so schön gemacht. Richtig toll. Wir sind richtig stolz auf sie. Jetzt gibt's was für Essen. Und dann gibt's was zu essen für uns. Und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Hier ganz schön gekracht im Gebälk. Unsere Nerven liegen irgendwie ein bisschen blank. Und als Melly heute Morgen mit Nusa zum Gassi gegangen ist, habe ich das Essen vorbereitet. Melly wiegt das immer ab. Ich habe es eher nach Gefühl gemacht und dann hat das schon ausgereicht und wir haben uns ein bisschen gestritten. Ja, und dann war aber wieder okay und haben uns auch wieder vertragen. Jetzt wollen wir heute die Höhle bauen und ich dachte zuerst, wir haben genügend Platz unterm Bett, bei uns im Kofferraum sozusagen, wie wir das nennen, im Keller. Aber ja, ich habe hinten alles ausgeräumt und habe nachgeguckt, beziehungsweise wir haben nachgemessen. Das wäre ein richtig großer Aufwand, so ein bisschen Platz. Also wird das erstmal nichts mit der Höhle unterm Bett. Jetzt hat Melly aber eine richtig gute Idee. Und zwar haben wir einen unserer Schränke leergeräumt und da kriegt die Maus jetzt ihre Höhle. Die springt da hinten rum, deswegen schaue ich da jetzt wieder rüber. Ja, sie hat jetzt auch ganz schön viel Platz da eingenommen.
Und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir die Sachen, die in diesem Schrank waren, woanders hin platzieren. Aber cool ist, dass wir deswegen heute jetzt nirgendwo zum Baumarkt oder so fahren müssen. Wir können ganz normal hier bleiben und mit ihr ja, ein bisschen ja, die Dreisamkeit genießen. So. Nusa, hier! Komm her! Komm her! Ja, fein! Hier, zu mir! Hey, hast du den Leckerli vergessen? Hey! Ja, wir haben jetzt was anderes für sie gebaut und ich glaube, das mag sie ganz gerne. Und zwar schaut mal, sie geht schon freiwillig da rein. Jetzt versucht sie eine Fliege zu jagen, aber sie geht da freiwillig rein. Wir haben einfach einen Schrank ausgebaut und ich glaube, es gefällt ihr ganz gut. Und uns auch. Ja, richtig süß. Dann bis nächste Woche. Danke fürs Zusehen.